Aber es ist niemand zu Hause. Judith, da bist du ja. Ich weiß, es ist nicht leicht. Sie ist wunderschön und ihr seid alle so vertraut miteinander. Ich spreche mit ihr, so schnell es geht. Ich war darauf vorbereitet, aber euch zusammenzusehen, ist ein totaler Schock. Kopf hoch. Selber. Sie müssen Bianca sein. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich mich auch. Warum nur so schüchtern? Dafür gibt's keinen Grund. Ich weiß es doch jetzt schon. Was wissen Sie schon? Dass wir gute Freundinnen werden. Schön. Sie dürfen es mir nicht übel nehmen, aber ich habe Oliver über Sie ausgefragt. Was hat er Ihnen denn erzählt? Er hat mir nur erzählt, dass Sie kurz nach meiner Abreise nach Afrika auf das Gut gekommen sind. Viel mehr gibt's da eigentlich auch nicht. Und dass Sie viel zu bescheiden sind. Das hat er gesagt. Mhm. Und dass Sie als Hausmädchen arbeiten, um sich Ihr Studium zu finanzieren. Sagen Sie, was studieren Sie eigentlich? Betriebswirtschaft. Im Grunde bin ich fertig. Ich muss nur noch meine Diplomarbeit schreiben. Das finde ich toll, Bianca. So was Besonderes ist BWL eigentlich nicht. Das meinte ich eigentlich auch nicht. Sondern, dass Sie sich Ihr Studium selber finanzieren. Ich bin so ein verwöhntes Einzelkind. Geld war bei uns nie ein Thema. Für meine Eltern war es immer selbstverständlich, dass sie alle meine Wünsche finanzieren. Ich könnte mir Schlimmeres vorstellen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich beklage mich nicht. Aber manchmal träume ich schon davon, ich hätte in einer Kneipe gejobbt, um mir mein Studium zu finanzieren. Man ist kein schlechterer Mensch, nur weil man für sein Studium arbeiten musste. Oh Gott, Sie müssen mich für total versnobt halten. Nein, wieso? Weil ich jammere, dass ich mit einem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen bin. Sie können ja nichts dafür. Versprechen Sie mir, dass wir bei Gelegenheit mal zusammen was trinken gehen. Ins Fischverfahren vielleicht? Ich habe wenig Zeit. Meine Großmutter lebt bei mir und meine Diplomarbeit. Sagen Sie einfach Bescheid, wann Sie Zeit haben. Was ist denn? Na, Feierabend? Nee, ich komm grad. Was guckst du wieder, Frosch vom Storch? Mann, Denise, warum bist du so? Wie bin ich denn? Zickig. Armes Kerlchen. Hey. Sven, was ist los? Ich hab nicht vor, hier Wurzeln zu schlagen. Sondern? Wenn du was sagen willst, spuck's aus. Gehst du, willst du, ich... Na? Kommst du heute Abend mit ins Speedway? Unverbesserlich, der Typ. Das ist keine Antwort. Und ob? Was heißt das? Kommst du mit? Ich bin müde, ich geh ins Bett. Ich deck dich gerne zu. Allein. Oh, wie langweilig. Ha, hast du Mutsprudel getrunken oder was? Mann, Sven, ich muss nach Hause. Ich muss meine Gefühle in Ordnung bringen. Verstehst du das? Ich nehme an, dabei brauchst du keine Hilfe, ne? Bis morgen, Sven. Ich hatte Ihnen ja versprochen, über eine kleine Gehaltserhöhung nachzudenken. Ich bin ganz Ohr. Wären Sie mit 200 Euro mehr einverstanden? Eigentlich habe ich Sie ein bisschen großzügiger eingeschätzt. Großzügiger? Soll das heißen, Sie wollen mehr als 200 Euro zusätzlich? Das ist ja unmöglich. Unmöglich, ja? Vielen Dank, Herr Beringer. Gut zu wissen, was ich den Wellinghoffs, was ich Ihnen wert bin. Ja, wollen Sie mich falsch verstehen, oder wie? Ach, von wollen kann da ja wohl kaum die Rede sein. Bärbel, ich halte große Stücke auf Sie. Das wissen Sie auch. Ich würde es unendlich bedauern, wenn Sie das Gut verlassen würden, weil Sie sich unterbezahlt fühlen. Ich möchte, dass Sie hier bleiben. Aber... Schon gut. Sagen wir 150. Netto. Ja, so, ich habe nur ein gewisses Budget zur Verfügung. Ich meine,
Ich glaube, Ihre Forderung liegt im Rahmen. Abgemacht. Vielen Dank. So, das war's. Bianca, ich habe Sie schon gesucht. Sagen Sie, Bianca, haben Sie heute noch was Wichtiges zu erledigen? Nein, wieso? Wären Sie so freundlich und übernehmen Sie die Abendschicht von Denise. Oh, ich... Denise hat einen wichtigen Termin. Jedenfalls klang es sehr dringend. Und hier gibt es noch so viel zu tun. Schon gut, kein Problem, ich mach das. Ja. Vielen Dank, vielen Dank. Ich wusste, auf Sie ist Verlass, ne? Wie kann ich Ihre Freundin werden? Ich zerstöre Ihren Traum und Ihre Zukunft. Was darf man eigentlich alles im Namen der Liebe tun? Warum heißt Lieben auch Leiden? Es ist, als ob das eine ohne das andere nicht sein kann. So sicher ich mir meiner Liebe zu Oliver bin, so unsicher bin ich mir über die Folgen. Aber vielleicht muss man viel riskieren, um viel zu erhalten. Meine Afrika-Reise kam mir wie eine halbe Ewigkeit vor. Aber ich war nicht mal 6 Wochen weg. Hm. Lang genug, oder? Ja, es war echt an der Zeit, dass du wieder nach Hause kommst, Judith. Kommt drauf an. Lass einen Mann lang genug alleine. Schon frisst er dir aus der Hand. Seine Sehnsucht wird dann so unendlich, dass du wirklich alles von ihm haben kannst. Wenn ich kurz daran erinnern darf, Tina und ich haben in den letzten 10 Jahren nicht eine Nacht getrennt geschlafen. Ja, und wer soll uns darum beneiden? Meine Sehnsucht nach dir war noch viel größer als unendlich. Und was lernen wir daraus? Hm? Ich werde nie wieder so lange ohne Oliver wegfahren. Ach du Süße, ich will wissen, wann ihr endlich Nägel mit Köpfen macht. Immerhin seid ihr lange genug zusammen. Tina, ist gut jetzt. Dass du nicht so alles weißt. Ach, wenn du wüsstest, was noch alles... Tina, wir sind auch ohne Trauschein glücklich. Oh, Oliver muss keine Angst haben. Heiraten ist wunderschön. Außerdem will ich mir endlich mal wieder so ein richtig schönes Kleid kaufen. Ach du, mein geliebtes Luxusweibchen. Nicht den halben Tag diesen elenden Hirn malträtiert, um dir dein Aktenstudium zu versüßen. Ach nein? Mhm. Schade. Nein. Soll das ein Scherz sein? Sauer macht lustig, aber zu scharf, höchstens sprachlos. Trotzdem schön, dass wir endlich mal wieder einen Abend für uns haben. Ich hoffe nur, es ist nicht alles so verschärft. Weißt du eigentlich, was für eine beschissene Situation du mich hier bringst? Jetzt mach mir noch Vorwürfe. Jetzt wäre die ganze Sache nicht schon schlimm genug. Entschuldige mal. Deinetwegen muss ich meine Frau anlügen. Tina und ich haben nämlich normalerweise keine Geheimnisse voreinander. Matthias, du bist mein bester Freund. Mai Tai oder Sex on the Beach? Ich nehme ein Bier. Oh, du Spaßbremse. Mai Tai. Als dein bester Freund, sage ich dir, was du da von mir verlangst, ist... Matthias. Liebster Matthias. Ich fühle mich wie der letzte Verräter. Willkommen im Club. Weißt du eigentlich, was hier los ist, wenn Tina rausbekommt, dass ich von deiner Affäre mit Bianca weiß und ihr nichts davon erzählt habe? Ist doch wohl mehr als eine Affäre. Entschuldige, wenn ich dich damit reingezogen habe. Dafür kann ich mir jetzt auch nichts kaufen. Matthias, bitte nur noch heute Abend. Versprochen? Ja. Okay, sehr gut. Ich werde noch heute mit Judith reden. Dann kannst du Tina endlich die Wahrheit sagen und das ganze Spiel ist vorbei. Ich verstehe das nicht. Kochen ist eben nicht jedermanns Sache. Was du nicht sagst.
Dafür hast du andere Qualitäten, mein Engel. Vielen Dank. Das nächste Mal koche ich für uns. Erwartest du noch jemanden? Klar, du allein genügst mir nicht. Moment bitte! Je später der Abend, desto überraschender die Gäste. Na, und ich hoffe, ich störe nicht. Leider ja. Ist nur wegen der Palme. Ich habe das Kalzium besorgt und dachte... Tut mir leid. Ich habe mir gerade ein Bad eingelassen. Oh. Wie wär's morgen? Sagen wir gegen Nachmittag? Ja, kein Problem. Okay. Und schwimmen Sie nicht so weit raus. Lauert denn Gefahr? Immer. Und wer soll Sie dann retten, wenn Sie mich jetzt wegschicken? Du entwickelst dich. Sven? Was wolltet ihr denn? Vielleicht das, was nur für dich bestimmt ist. Und das wäre? Ein Betthupferl zum Beispiel? Ich beneide dich echt um diese Afrika-Reise. Giraffen, Elefanten, Affen. Niedliche Krokodile, Schakale, Geier, ganz fein. Afrika ist wirklich wunderschön. Die Tiere, die Landschaft, die Menschen. Ich habe da schwer gearbeitet. Als ich ankam, war dieses Hospiz eine einfache Baracke. Und jetzt funktioniert alles gut. Ich bin echt stolz auf dich. Wenigstens macht einer von uns was Vernünftiges in seinem Leben. Ich will auch mal nach Afrika. Keine 100 Nashörner kriegen mich dahin. Komm schon, Judith, erzähl uns noch ein bisschen. Ein Espresso? Nicht böse sein, ja, aber ich muss ins Bett. Aha, du musst also ins Bett, verstehe. Aber beim nächsten Mal will ich noch mehr über das Hospiz hören. Und alles über die Buschmänner. Du kriegst ja wohl echt den Hals nicht voll. Danke, Matthias. Danke, Tina, es war fantastisch. Also dann tut all die Dinge, die wir auch gleich noch tun werden. Noch ein Wort und ich sperre dich in den Weinkeller, du zügelloses Weib. Wieso? Ich dachte an Gläser spielen. Mal sehen, was ich machen lässt. Tschüss. Tschüss. Rundgang und dann ist Feierabend. Wohlverdient. Ich weiß Ihren Einsatz zu schätzen. Aber so habe ich das nicht gemeint. Ich schon. Vielen Dank nochmal, dass Sie für den Nächste eingesprungen sind. Sehr gerne und jederzeit wieder. Und Sie machen jetzt auch Feierabend? Ja, ich gehe nur noch schnell den Frühstückstisch für morgen decken. Wissen Sie, was ich an Ihnen wirklich schätze? Verraten Sie es mir. Sie sind so umsichtig und vorausschauend. Gute Nacht. Bis morgen. Gute Nacht. Vorausschauend. Wäre ich dann so unsicher? Ich wüsste doch dann, wie es weitergeht. Sie alle überschätzen mich. Ist es nun gut oder schlecht, dass mein Lachen es so leicht macht, die Tapferkeit zu übersehen, die dieses Lachen ermöglicht? Tina habe ich wirklich am meisten vermisst. So. Natürlich nicht halb so doll wie dich. Ich bin wieder zu Hause. Endlich. Hoppla. Ach, komm, ich helfe dir. Setz dich. Endlich weiß ich, wie Aschenputtel sich gefühlt haben muss. Wie die meistgeliebte Frau auf der Welt.